Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Bioshock Infinite Seebestattung Nummer 2. In der letzten Folge sind wir hier in Su Chongs Klinik angekommen. Wir müssen uns das nochmal anhören. Ist sehr hübsch. Danke, Papa Su Chong. Brich ihm das Genick. Was? Brich dem süßen Welpen das Genick. Nein, bitte. Brich dem Welpen das Genick. Wärst du so freundlich? Nein. Sehr schön. Verstörend. Ja, in der letzten Folge sind wir halt hier in Su Chongs Klinik angekommen. Klinischer Versuch, Protektorsystem. Und schauen uns immer noch das Ganze hier mal an. Dr. Su Chong, Kunde Ryan Industries. Ein sehr frustrierender Tag. Ich kriege die verdammten Big Daddies einfach nicht auf diese kleinen Dürren geprägt. Die Beschützerhaltung baut sich einfach nicht. Papa Su Chong! Weg da! Vielleicht, wenn ich die Gensequenz verändere und. Papa Su Chong! Die Sequenz so anpasse, dass. Papa Su Chong! Verschwinde, du dreckige Mistgirl! Oh oh. Was machst du da? Zurück! Das endet nicht gut. Danke fürs Aufmachen. Ist es? Das ist das Ass im Ärmel? Das ganze Leid, das ganze Sterben nur dafür? Okay, das Ganze ist so, wie ich sehe, verschlüsselt. Ich würde ihn direkt damit erpressen. Lol. Kann ich auch wieder zurück? Nö. RIP. Hier noch die ganzen Automaten. Ach, ohne Waffe. Es kann doch nicht gut enden. Hey Schwester, hier sind wir. Hast du es? Ich habe es. Dann gib her, damit ich diese Göre endlich loswerde. RIP. Wissen Sie was? Andrew Ryan hielt mich für ein Dummchen. Aber er hat sich geirrt. Nicht ich bin die dumme Atlas. Sie sind der Dumme. Gut. Wir wissen beide, was jetzt passiert. Also machen Sie schon. Naja, wenn du drauf bestehst. Tja, leider ist das ganze Ding ja auch wieder verschlüsselt. Was heißt das? Das ist doch nur Buchstabensalat. Was steht da, du Miststück? Sag mir, was da steht! Da steht... Wärst du so freundlich? Wir haben
den Aktivierungscode. Jetzt brauchen wir diese genetische Missgeburt nur noch in ein Flugzeug zu schaffen. Und Rapture gehört uns! Ich hätte es ihm nicht verraten. Ich kann alle Türen sehen und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen, es ist kaum zu glauben, sehe ich ihn. Mon amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Das war's mit BioShock. Unglaublich. Ich hoffe so, dass irgendwann noch ein vierter Teil kommt, der uns das Ganze vielleicht nochmal ein kleines bisschen besser erklärt. Das Ende ist einfach absolut unbefriedigend. Jetzt wissen wir immerhin, wie Atlas an diesen Code kam von Wärest du so freundlich, der dann in BioShock 1 die ganze Zeit genutzt wurde. Also falls ihr mein BioShock 1 Let's Play nicht kennt, guckt es euch an. Danach guckt ihr euch BioShock 2 an, danach guckt ihr euch BioShock Infinite an, was ihr wahrscheinlich jetzt schon gesehen habt, wenn ihr das hier geguckt habt. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Natürlich, das Ende ist wieder unfassbar unbefriedigend. Finde ich absolut nicht, ich find's nicht cool. Ich hätte es ihm auch nicht verraten, ganz ehrlich. Ich hätte das einfach als Druckmittel gegen ihn benutzt. Aber ja, keine Ahnung. Sie hätte sich vielleicht auch Waffen besorgen sollen. Vielleicht von so einem Big Daddy oder so. Oder sich direkt so einen Anzug aufziehen. Gut. Ja, was gibt's noch dazu zu sagen? Ansonsten war das Spiel natürlich cool. War halt jetzt der letzte Teil, nochmal Rapture so aufgefrischt und aufgehübscht zu sehen. Finde ich auch cool, auch wenn wir von BioShock 1 und 2 den Remaster gespielt haben. Finde ich es trotzdem nochmal ein bisschen cooler, wenn man, ja, das jetzt nochmal so in neuer Grafik sieht. In der Grafik halt eben von BioShock Infinite. Ja, die beiden DLCs haben sich meiner Meinung nach auch wirklich gelohnt. Ich finde auch, dafür kann man das Geld ausgeben. Ja. Falls ihr Fans von BioShock seid, könnt ihr das Ganze auch mal selbst spielen. Früher habe ich das immer so vorgemacht, dass ich so Sachen verlinkt habe. Jetzt kommen hier auch noch irgendwelche Kommentare. Deshalb, früher habe ich immer noch verlinkt, wo man das Ganze kaufen konnte und so weiter. Das könnt ihr jetzt einfach auf Steam nachschauen. Ich denke mal, dem seid ihr mächtig. Ansonsten bin ich raus. Wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Just remember, darling, all the while. You
place in old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember when a dream appears, you belong to me. And I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too. In a silver plane, see the jungle when it's wet with rain. Just remember to your home again, you belong to me. I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too, and blue. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with rain. Just remember to your home again, you belong to me. Great. Yeah? I think about it. Can I clap? Always hot and hurried like a rat in a race. Life can fly by at such a frantic pace. Need to freeze the moment, put your worries on ice. We got a plan for you, that's just the spice. Chill out. Relax. Be cooler than the coolest hats. When things heat up, don't be a fool. With Old Man Winter, you can keep your cool. Feeling hot under the collar? Stay frosty with the plasmid that lets you enjoy life at a cool pace. Turn down the heat and turn up the ease and relaxation with Old Man Winter from Ryan Industries. Keep your cool with Old Man Winter.